Anime-Freunde, aufgepasst! Wir durften auf der Gamescom 2019 das neue Dragon Ball Z Kakarot ausprobieren und verraten euch in unserer Vorschau, was euch in dem neuen Action-RPG rund um Serienheld Son Goku erwartet. Die Dragon Ball Manga sowie die zugehörigen Anime sind wohl hauptsächlich für zwei Dinge bekannt: actiongeladene Gefechte und dramatische Erzählungen mit unerwarteten Wendungen. Zumindest eines davon wussten die bisherigen Videospielumsetzungen der Abenteuer rund um Son Goku auch stets gut abzubilden. In den diversen Prügeltiteln wie Dragon Ball Xenoverse oder Dragon Ball FighterZ ging es immer ordentlich zur Sache. Die Geschichte wurde dabei jedoch meist etwas vernachlässigt, was Entwickler CyberConnect 2 und Publisher Bandai Namco nun endlich ändern wollen. Die haben für das kommende Jahr nämlich Dragon Ball Z Kakarot in der Pipeline, ein Action-Rollenspiel, in dem ihr die Handlung der namensgebenden Fernsehserie nachspielt. Davon haben wir uns auf der Gamescom 2019 mal ein Bild gemacht. Dort durften wir einen überarbeiteten und polierten Spielabschnitt ausprobieren, den wir bereits von der E3 kannten. Darin erkundeten wir mit Son Goku eine halboffene Spielwelt, in der wir uns diversen Aktivitäten zuwendeten. Wahlweise zu Fuß, sitzend auf unserer Wolke Jindu Jun oder fliegend wie Superman, streiften wir durch die Gegend, trafen bekannte Charaktere, erledigten Nebenmissionen oder widmeten uns Jagd, Essen oder Angeln. Diese Tätigkeiten sind auf den ersten Blick nicht unbedingt anspruchsvoll oder abwechslungsreich. Und auch die Spielwelt, die ihr per Karte navigieren könnt, wirkt teils etwas trist und leer. Das könnte aber auch daran liegen, dass bestimmte Elemente, wie etwa Shops, in der Demo noch nicht verfügbar waren. Entsprechend boten die spontanen Kämpfe, in die wir immer wieder hineingezogen wurden, eine willkommene Unterhaltung. Zumal die Scharmützel wirklich toll inszeniert und nach etwas Einarbeitung flott steuerbar sind. Ihr setzt euren Feinden mit Nahkampf- oder Energieattacken zu, entfesselt Spezialangriffe wie das ikonische Kamehameha oder greift auf die Unterstützung von bis zu zwei Begleitern zurück, die alle eigene Techniken und Attacken auf Lager haben. In unserer Demo hatten wir etwa den Namekianer Piccolo dabei, den wir per Tastenkombination dazu auffordern konnten, dem Gegner mit einer explosiven Wellenattacke zuzusetzen. Alternativ unterstützen euch die KI-Kameraden bei Kombos, indem sie euch heilen oder die Aufmerksamkeit eurer Feinde auf sich ziehen. Apropos Piccolo, der ist nicht nur Begleiter, sondern auch spielbarer Charakter. Genau wie Vegeta oder Son Gohan, die ihr neben Son Goku auch noch kontrollieren dürft. Jede Spielfigur bringt dabei ein eigenes Set an Fähigkeiten und Bewegungen mit sich und soll sich im Spielverlauf auch noch durch diverse RPG-Mechaniken verbessern lassen. Wie das Ganze aussieht, bekamen wir dann noch in einer zweiten, komplett neuen Demo zu sehen. Dort spielten wir den Kampf zwischen Son Gohan und Cell nach. Diese Bossfights sind dank zerstörbarer Umgebungen und bildschirmfüllender Angriffsanimationen nochmal imposanter, gestalten sich aber auch wesentlich fordernder als die normalen Scharmützel. Schließlich steckt euer Gegenüber noch mehr ein und teilt ebenfalls heftiger aus. Entsprechend gilt es, die Angriffsmuster des Gegners zu durchschauen und Wege zum Kontern zu finden. Nur wenn euch das gelingt, leert ihr erfolgreich die Lebensleisten eures Widersachers und werdet mit einer tollen Abschlusscutscene belohnt. Dragon Ball Z Kakarot erscheint Anfang 2020 für PC, PS4 und Xbox One, allerdings nur mit englischer und japanischer Sprachausgabe. Menüs und Untertitel werden aber auch auf Deutsch verfügbar sein. Habt ihr Lust auf ein storylastiges Dragon Ball Spiel? Oder sind euch die actiongeladenen Brawler wesentlich lieber? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da. Und schaut euch auch mal unsere Gamescom-Vorschau zum Final Fantasy VII Remake an, wenn ihr Bock auf noch mehr Rollenspiel-Action aus Fernost habt.